Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch mal wieder so eine richtig schöne Trading-Callcenter-Blitzbirne mitgebracht, der, naja, wie alle anderen nicht besonders seriös ist und auch nichts von Seriosität hält. Sagen tun sie natürlich immer wieder das Gegenteil. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefongespräch. Ja, hallo? Hallo? Was ist los? Hallo? Ja. Alles gut bei Ihnen? Boah, das freut mich. Sind Sie gerade am Essen oder haben Sie Zeit, mit mir ganz kurz zu reden? Worum geht's denn? Also, ich habe gerade eine Anfrage an Firma Rosses Schlupper GmbH bekommen, mit natürlich Handynummer und natürlich ja die perfekte E-Mail-Adresse, die, wie ich verstanden habe, Sie geschrieben haben. Ist das echt so? Nee. Wissen Sie, wo Sie sich halt angemeldet haben, lieber? Wie soll ich ihn nennen? Herr Schlupper? Ja. Alles klar, Herr Schlupper. Und zwar, ich bin der Jan Oswald. Aus Finanzmarkt rufe ich Sie an. Ich bin ein Kontoberater, habe gerade hier eine Anzeige bekommen. Aha. Und ja, das ist, als wollten, möchten Sie mit, also, den GmbH-Namen traden oder was möchten Sie? Ja. Möchten Sie handeln, also auf jeden Fall? Ja. Ja, dann lassen Sie ganz einfach Ihren Konto aktivieren. Was sagen Sie? Warum brauche ich Sie da? Warum brauchen Sie Traden? Nee, warum ich Sie dazu brauche? Habe ich die Frage ehrlich gesagt nicht richtig zugehört. Können Sie mal bitte wiederholen? Ja, wozu brauche ich denn Sie dabei? Was haben Sie dabei? Was? Ja, also hier haben wir wieder so einen ganz besonders schlauen, der, naja, wie so üblich, überhaupt nicht seriös ist. Er hört gar nicht zu, sagt sogar, dass er nicht zugehört hat. Wozu ruft denn der dann aber eigentlich an, wenn er dann ja sogar sagt, dass er nicht zugehört hat? Ich verstehe es einfach nicht. Und solche Leute wollen euch das Geld aus der Tasche ziehen. Und solche Leute halten sich selbst für seriös. Und solche Leute sind der Meinung, das wäre professionell, was sie da tun. Naja, es klingt auf jeden Fall nicht so. Es klingt eher wie immer nach Betrug und Abzocke, aber mehr steckt da definitiv auch wieder nicht dahinter. Tja, vor allem wie verwundert er hier tut. Einfach nur unterirdisch. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man da sein Geld reinsteckt, wenn so jemand am Telefon ist, der sich eigentlich nur affig benimmt und überhaupt nicht dem Klientel einer Bank entspricht. Hey, wozu ich Sie brauche? Boah, ich glaube, Sie haben nicht richtig verstanden, wo Sie sich angemeldet haben, oder? Nee. Also an Ölprofit irgendwie, was hat das... Ich meine, da wo steht die Name und Vorname, Sie haben ja Firma GmbH geschrieben. Das ist ja eigentlich nicht so richtig. Nee. Also auf jeden Fall, die Beträge fangen 250.000, 500.000 Euro an, ne? Sind Sie Anfänger? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Haben Sie keine, ist nicht schlimm, wir haben ja Personalbrokerhilfe dabei, ne? Also nach der Einzahlung, nach diesem Moment, wenn Sie so also schon unsere Kunde sind, Sie werden Anruf von Verifikationsabteilung und natürlich von Brokerabteilung und mit die können Sie halt reden, wo Sie Ihr Geld hinschicken möchten, ne? All Profit oder vielleicht Aktien oder Kryptowährungen. So, was für Zahlungsmethode haben Sie, lieber Herr Schlupper? Welche brauche ich denn? Visa oder Meister oder Girokonto vielleicht mit Online-Banking. Okay. Welche haben Sie denn? Das ist vorhanden. Wer bitte? Das ist alles vorhanden. Ach so. Finden Sie halt so. Was machen Sie denn eigentlich beruflich? Also was ist dann für Firma? Ja, ich verkaufe Schlüpper. Ja, Sie sind Herr Schlupper, das habe ich ja verstanden. Ja. Firma Rosses Schlupper. Rosses Schlupper. GmbH. Also GmbH sind die Unternehmen, die mehr als 25.000 Euro monatlich oder im Jahr Steuer bezahlen? Ne, 50.000. 25.000 ist eine GbR und eine GmbH 50.000. GmbH ist 50.000? Ja. Ich war ein Berufskolleg vom Marketing und ja, dann haben wir gelernt, dass GmbH nennt man die Unternehmen, die 25.000 Euro Steuer bezahlen, aber ich
vergessen, ja, monatlich oder. Ja, und zwar, was sollen wir jetzt machen, Herr Stupper? Sagen Sie mal. Sie haben Ihren Daten hier reingeschrieben, Sie würden also angerufen aus verschiedenen Unternehmen. Da sind ja auch viele Betrugsfirmen, da muss man sich aufpassen. Leider, Ihren Daten kann ich nicht löschen, weil Sie sich halt selber angemeldet haben. Ja. Mit Ihren perfekten E-Mail-Adress. Ja. Und zwar arbeiten Sie auch am Samstag. Hä? Sind Sie gerade am Arbeit? Arbeiten Sie heute? Sie haben frei heute. Ja. So, ich bin vielleicht der Einzige, der arbeitet heute, ja? Schon alleine das ist wieder äußerst seltsam. Richtig, er ruft direkt am Wochenende an. Welche Bank arbeitet denn eigentlich am Wochenende? Richtig, gar keine Bank. Es kann sein, wenn man Glück hat, dass man vielleicht noch irgendwo einen Kundenservice hat oder irgendeinen Sperrnotruf am Wochenende, aber das war's auch schon. Banken arbeiten einfach nicht am Wochenende. Und der Handelsmarkt auch nicht. Gut, CFD-Trading ist ja auch nicht der richtige Handelsmarkt. Wodurch das, naja, aber letztendlich der Handelsmarkt, der wird ja auch kopiert. Also macht auch das am Wochenende gar keinen Sinn eigentlich. Tja, dass es hier nur um Telefonwerbung geht, ist jetzt schon klar. Naja, aber nicht besonders schlauer. Denn so wie der sich hier am Telefon verhält, hat mit Seriös irgendwie nicht mal im entferntesten Sinne irgendetwas zu tun. Der gibt sich ja hier nicht mal Mühe. Der Slang, der entspricht definitiv auch nicht einer Bank. Naja, lassen wir mal weiter erzählen, was er so zu sagen hat. Ja. Naja. Was sonst? Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu traden? Weiß ich nicht, was muss ich denn? Sie müssen halt gar nicht. Wir bauen zusammen Ihren eigenes Handelskonto. Sie schicken Ihren Geld dahin, ne? Also, und ab dieser Sekunde, Sie sind im Finanzmarkt. Sie können mit diesem Geld machen halt alles, was Sie möchten im Finanzmarkt. Krypto, Aktien, Forex, es kommt daran, was Sie brauchen überhaupt. Möchten Sie mit seinem Personalbroker arbeiten oder möchten Sie es nicht? Möchten Sie vielleicht mit einer automatisierten System Profit zu bekommen? Keine Ahnung, möchten Sie, keine Ahnung, sehr hohes Gewinn bekommen oder sowas? Was kommt daran? Also wenn Sie 250 Euro erst reintun, ne, eine einmalige Einzahlung, es sieht ja prima. Ja Leute, also wer will da nicht einzahlen? So wie der hier redet, ja, so ein bisschen kann man hier und so ein bisschen kann man da und wenn man da Lust hat und man kann einzahlen und eigentlich geht's ja auch nur ums Einzahlen und gar nicht darum, was ich für ein Unternehmen habe und... Oh Mann, also der gibt sich ja nicht mal Mühe. Das hat ja nicht mal im entferntesten Sinne irgendwas mit Professionalität zu tun. Ja, soll's halt auch nicht, ne? Weil es geht einzig und allein nur darum, dass ihr euer Geld da einzahlt. Ja, und damit sie sich danach dann mit dem Geld, was ihr eingezahlt habt, aus dem Staub machen können. Idealerweise über irgendein Bitcoin-Wallet, dann ist die Kohle komplett vernichtet oder über Kredit, da kann man es aber nach dreimal hin und her buchen, auch nicht mehr nachvollziehen, wo das Geld letztendlich abgeblieben ist und schon sowieso nicht, wenn ihr ins Ausland bezahlt. Ja, und so verdienen die ihre Brötchen oder was auch immer. Sie haben ja auch keine Erfahrung in diesem Bereich. Ja, und können Sie reingucken, also recherchieren, durchlesen, die ganzen Informationen. Die Lernsysteme sind ja auch viel. Ja. Und was denken Sie dazu? Was können wir machen? Weiß ich nicht. Wissen Sie halt nicht. Ich weiß auch nicht. Okay. Und, also, haben Sie irgendwelche Fragen vielleicht? Nee. Haben Sie gar keine Fragen? Was soll ich denn fragen? Keine Ahnung, Sie sind Anfänger, Sie haben keine Erfahrung, Sie haben sich angemeldet als Mensch, der Interesse an Ölprofit hat. Ich bin der Kontoberater, ich habe ihn gerade angerufen. Haben Sie überhaupt keine Fragen? Nee, frag ich mal so. Gedanken gemacht, nee. Rufen wir spontan an. Das war eine spontan, also ja. Also auf jeden Fall FEMA und GmbH würde ich mal sehr gerne löschen, ne, ja. Von Ihren Daten. Damit hier bleibt nur Rosis Schlupper. Nee, dann ist ja falsch. Was ist denn falsch? Ja, dann fehlt ja die Firmierung, ist ja falsch.
Kann das sein, dass das jemand von Ihren Mitarbeitern hat ihn angemeldet, Herr Schlupper? Nee. Oder haben Sie sich angemeldet? Ich hab mich Na, angemeldet. Sie sind ja nicht so motiviert, sag ich jetzt mal. Da hat ja keiner mit dem Anruf gerechnet. Was für Maß? Also, von Zahlungsmethoden haben Sie, wie gesagt, gar nicht? Doch, das ist alles vorhanden, wie gesagt. Ja, wenn Sie eine Visa oder Meisterkarte haben, wir können das in Ruhe in 20 Minuten schaffen, auf jeden Fall. Ja. Sollen wir es machen jetzt, oder? Ja, aber das kann ich doch alleine, oder nicht? Wenn Sie also denken, dass Sie alleine es schaffen können, das ist ja gar kein Problem, aber das System ist ja zu kompliziert. Es kommt daran, was für Zahlungsmethode Sie haben, die tätigen möchten. Und? Also? Was denn also? Jetzt schreibe ich Ihnen also per WhatsApp, wenn Sie also möchten, können halt versuchen, mit diesem Link also eine 250 Euro einzuzahlen, ne? Aber wir brauchen natürlich Screenshots, ne? Dass also Einzahlung ist erfolgreich und ja, eine kleine Screenshot aus Ihrem Online-Banking, dass diese 250 Euro ausgebucht ist. So ein absoluter Blödsinn. Also, man muss sich ja jetzt hier mal bewusst machen. Die geben sich als Tradingbank an, haben ein eigenes Konto woanders bei einer anderen Bank und möchten dann Screenshots zum Belegen, dass ihr Geld überwiesen habt. Naja, also ich meine, wenn man jetzt bei Amazon Geld überweist, dann wissen die das, wenn ihr das überwiesen habt. Und die brauchen nicht noch irgendwie einen ja, Screenshot oder Bildbeweis, dass man das überwiesen hat. Weil wenn ich es überwiesen habe, steht es ja bei denen im System, spätestens 2 Tage später. Wozu brauchen die dann noch den Screenshot? Ganz genau, weil denen das Konto nicht gehört, das Konto bei irgendeiner Privatperson als Mittelsmann liegt und die Privatperson sich mitstrafbar macht und das Geld dann ja zu 80% oder so an die Firma hier überweist und ein bisschen Geld halt behalten darf dafür, dass sie das Risiko übernimmt, dass man da Geld einzahlt. Tja, und so funktioniert das Ganze. Und genau deswegen braucht man da eben auch diesen Beleg, damit die Firma beweisen kann, hey, ich krieg hier noch Geld. Dass das aber so nicht legal läuft und auch überhaupt nicht legal ist und Geldwäsche ist, tja, da redet keiner drüber. Das interessiert die Betrüger auch gar nicht, die machen das einfach und die Kunden, die scheinen es ja irgendwie zu glauben, ich weiß es nicht. Einfach nur Wahnsinn. Also, ich verstehe es nicht, warum man da jetzt noch einen Screenshot braucht, es kann ja nur mit dem Betrug zusammenhängen. Einen rationalen, logischen Grund gibt es dafür einfach nicht. Klar kann das hin und wieder mal sein, dass eine Firma irgendwo einen Beleg haben will, wenn man in Zahlungsverzug ist zum Beispiel. Und die wollen dann natürlich nicht 2 Tage warten, bevor sie den Strom abstellen. Dann wollen sie den Beweis gleich haben, damit sie nicht ausrücken. Kann man verstehen. Da macht's Sinn. Das ist nachvollziehbar. Aber das hier nicht mal im geringsten. Das ist halt das Einzige, was wir brauchen, ne? Warum? Als eine Nachweis, dass sie eingezahlt haben und sie sind halt schon unsere Kunde. Wenn ich eingezahlt habe, dann steht es doch auf eurem Konto. Na, ja. Ja, dann brauche ich ja keinen Beleg dazu. Schlupper. Ja. Also diesem tollen High-End-Verkäufer hier, dem scheint ja irgendwie nicht mal eine sinnvolle Ausrede einzufallen. Der hat ja nicht mal Lust darauf, überhaupt zu reagieren auf die Frage, warum ich da diesen Beleg bräuchte. Macht doch gar keinen Sinn. Das Geld ist doch dann auf eurem Konto. Ihr seht es doch dann in 2 Tagen. Wozu soll ich jetzt noch einen Bildbeweis schicken? Jo, den interessiert es gar nicht. Der macht sich lieber noch ein bisschen über den Firmennamen bzw. über den Namen lustig, der ja hier von Anfang an eigentlich in dem ganzen Gespräch schon von vornherein überhaupt gar keinen Sinn gegeben hat. Da fragt man sich eigentlich überhaupt, warum ruft denn der überhaupt an? Also ich meine, jede seriöse Bank hätte doch hier schon keinen Bock mehr, mit Rosis Schlüpper GmbH zu telefonieren, oder? Natürlich, Rosis Schlüpper GmbH kann vielleicht ein Konto gebrauchen, ja, alles richtig. Aber hier geht es ja um Trading, also um was eher Privates, das mache ich ja nicht mit einer Firma.
Tja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Entweder kapiert das nicht oder vielleicht will er selber einfach nur wie immer seine Zeit so ein bisschen verplempern. Das machen ja die Betrüger grundsätzlich ziemlich gerne. Privatgespräche führen während der Arbeitszeit. Ich weiß nicht, ob es sowas auch in einer normalen Bank geben würde. Höchstwahrscheinlich auch nicht, wie alle anderen Sachen. Und dann die Geschichte hier mit WhatsApp. Grundsätzlich nochmal der Hinweis: Gebt nirgendwo eure Telefonnummer einfach an, wenn ihr nicht ernsthaft wirklich was von der Firma haben wollt. Denn grundsätzlich, selbst bei seriösen Firmen, gebt ihr da eure Telefonnummer hin. Und da ist irgendwo mal ein Datenleck. Ja, dann haben alle eure Telefonnummer, wenn die danach verkauft wird. Oder noch viel schlimmer, die steht dann öffentlich im Internet. Das kann jederzeit passieren. Dementsprechend sollte man sich immer darüber bewusst sein, wenn ich irgendwo, es ist egal wo, meine Daten angebe. Wie sicher sind die Systeme der Firma? Denn wenn bei der Firma mal irgendwo ein Hoppala passiert, selbst wenn sie seriös ist, ja, dann sind die Daten auch weg. Deswegen sollte man grundsätzlich immer sehr, sehr sparsam mit der Angabe der persönlichen Daten umgehen. Naja. Was machen Sie jetzt eigentlich im Moment? Steuererklärung. Schlafen? Was? Nee, Steuererklärung. So. Steuererklärung. Und was gibt's da? Nicht. Langweilig. Langweilig. Na, deswegen haben Sie sich also im Finanzmarkt angemeldet. Mit Ja. jemand zu telefonieren oder sind Sie nicht verheiratet oder keine Ahnung, Kinder, vielleicht ein Haustier? Verheiratet schon, der Rest nicht. Wo ist denn eigentlich Ihre Frau? Ich hab keine Frau. Haben Sie keinen? Nee. Kinder haben Sie auch nicht. Nee. Und Haustier auch nicht. Nee. Boah, Sie sind ja voll alleine, ne? Haben Sie Freunde? Nee. Kollegen oder. Bin ich alleine. Bin ja verheiratet. Wie alt sind Sie denn eigentlich, Schlupper? 29. Also ich weiß ja nicht, warum der überhaupt noch an der Telefonleitung ist. Kann wohl wieder nur in die Kategorie, ich führe jetzt einfach mal ein Privatgespräch fallen. Weil es ergibt doch jetzt hier mittlerweile auch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also jetzt sind wir ja komplett so abgedriftet, dass er jetzt theoretisch sogar weiß, dass ich das ja eigentlich nur aus Jux und Dollerei mache und naja, er bleibt einfach dran, ne? Und unterhält sich noch ein bisschen nett. Der wird sich wohl gedacht haben, boah, Jackpot, können wir ein bisschen unsere Zeit absitzen und weiß ich nicht, was wir da nebenbei so alles treiben. Ja, so verdienen die halt ihr Geld, ne? Kann man halt so auch machen. Wie viel? Wie? 29. 25. Nee, 29. Ach, 29. Hm. Cool. Ja. Was ist Schlupper? Was gibt's denn Neues, ja? Erzählen Sie mal bitte. Ich bin Ihr Kollege ab sofort. Und Oh. zwar, wie geht es? Wie läuft, also, was würden Sie morgen machen? Morgen ist doch Sonntag, schönes Wetter, Sommer, ne? Zum Glück keine Corona, keine Krankheiten, gar nicht mehr, Krieg haben wir auch nicht. Oh. Na, was würden Sie denn gerne machen morgen? Füße hoch und nix. Wie? Was? Füße hoch und nix machen. Nichts machen. Einfach zu Hause hinlegen, ja? Also Eis essen, So ein bisschen Gammel. Netflix, ja, Netflix und so, ja. No, vielleicht. Cool, vielleicht. Oder Sie haben ja keine Kollegen, können Sie nicht also spazieren gehen mit Jungs? Freunde haben Sie auch nicht, Familie haben Sie auch nicht, Kinder nicht, Haustier nicht und ja, keine Freundin, keine Frau, komplett alleine. Nee. Sind Sie nicht alleine? Genau. Wem haben Sie denn? Ja, habe ich doch gesagt, ich bin doch verheiratet. Sie haben sich 2 Sekunden vorgesagt, dass Sie nicht verheiratet sind. Wollen Sie mich verarschen? Ja, Nee, das ehrlich. stimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin verheiratet. Nein, Sie haben doch gar nicht gesagt. Na klar. Ich hab ein zweites gefragt, ob Sie alleine sind und Sie, ja, ich bin alleine. Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Naja, da haben Sie recht. Allprofit.de. Ah.
13 Minuten telefonieren wir schon. Ja. 13 verfickter Minuten. Na und? Was denn? Erzählen Sie mal bitte Was einen denn? Witz oder keine Ahnung. Ein Witz? Ein Witz, ja, kommen Sie mal. Kommen keine guten Witze. Ja, sagen Sie mal schlechter, mir gibt das gar nicht. Ich habe echt scheiß Laune. Entschuldigung. Warum denn? Keine Ahnung, ging wie am Samstag arbeiten, nicht für mich. Ich muss sagen, Firma Rossis GmbH. Was ist mit aktuellen Nachrichten eigentlich? Aktuelle Nachrichten? Keine Ahnung, gucke ich nicht. Ja, ich scrolle ganze Zeit die Tagesschau. Tagesschau.de. Ja, da kommt ja nur Kacke. Da steht ja nichts Echtes. Das ist ja alles Fake News. Ja, was soll ich denn lesen? Was ist über diese Paragraph 218? Was ist Gegen die damit? Frauen oder? Das ist ja was Neues, ja. Ja, welcher Paragraph denn? Gibt ja viele. 218. Und in welchem Buch? Ja, keine Ahnung. Mal gucken wir jetzt. Ne. Das Strafgesetzbuch oder? Vom Gesetzbuch bestimmt, aber das ist ja keine Ahnung. Gegen die Frauen oder. Ja, bei Paragraph 218 im Strafgesetzbuch ist Einzelnormen Gesetze im Internet. Echt? So, und wenn ich jetzt hier mal weitergucke, ja, geht um Schwangerschaftsabbruch. Ach so, genau deswegen, die sind da. Ach so, ich dachte mir, was ist denn passiert? Was für Paragraph 218? Das ist doch alles cool, dieses Gesetzbuch. Besser denn Pullen nicht befüllen. Es ist immer noch, weshalb bedulden wir. Was ist in Afghanistan eigentlich? Keine Ahnung, was soll da sein? Planet ist am Arsch, ich schwöre. Ja, das stimmt. Boah. Also, lieber Rossis, was würden Sie denn gerne machen, hätten Sie noch eine Stunde zu leben? Dann sterben Sie direkt. In einer Stunde. In einer Stunde? Hm. Was würden Sie denn gerne machen? Keine Ahnung. So, Sie sind faul oder was sind Sie? Wie denken Sie? Bestimmt würde ich dann erstmal noch schnell die Bude aufräumen. Ja, furchtbar, wenn dann einer kommt und mich wegholen muss und stolpert. Krieg gegen die Ukraine. Wenn nicht jetzt, wann dann? Boah, ja Mann. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. Ach, so was, wie lange müssen Sie noch arbeiten halt? Wie lange dauert das noch beim dieses? Keine Ahnung, jetzt steht ja eigentlich nur noch der angenehme Teil an. Ich muss den Rest des Geldes irgendwie loswerden. Schizophrenie, bestimmt, ja. Hören Sie dieses Musik auch? Ja. Geil, ne? Paar Rossis. Paar, nein, nicht Rossis. Herr Schlupper. Mein Lieber. Alles klar. Dann, was soll ich sagen? Ja, ich wünsche Ihnen schon Tag noch mit Ihren Schizophrenie auf jeden Fall. Ne? Bleiben Sie gesund und ja. So eine Scheiße, ja. Dann legen Sie lieber auf, ich werde das nicht machen. Warum nicht? Will ich nicht. Ja, legen Sie doch auf, Mensch. Nö. Nee, würden Sie nicht. Okay, ich mach's. Ciao, Danke. Schizo. Rutscht das Verkaufsgespräch irgendwie flüssig, nahtlos in ein Privatgespräch über. Währenddessen rutschen dem Betrüger ein paar Beleidigungen raus und ja, trotzdem versucht er nett zu sein. Sehr verwirrendes Gespräch. Also, ich habe da jetzt nicht so ganz durchgeblickt. Vielleicht ihr? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an Videos. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, unterstützt auf jeden Fall den Kanal.
Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.